Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich... Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie Ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Scheiße. Weg damit! Los! Hände hoch! Verdammt. Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig. Und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja. Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich. Was wird aus ihr, wenn's schief geht? Sie haben noch nichts Schlimmes getan. Wenn Sie die Waffe wegnehmen, vergessen wir, was passiert ist. Und das war's dann. Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes? Oh, Scheiße, Mann! Was glauben Sie, was ich hier mache? Ich möchte, dass Sie die Waffe in die Tasche stecken und aus dem Laden gehen. Mein Freund und ich vergessen, was passiert ist. Und Sie kriegen eine zweite Chance auf ein anständiges Leben. Was meinen Sie? Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza,
verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Tja. Scott Shelby, Privatdetektiv und wirklich gute Seele.